Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! König Mörder und Versklaver! Schwein! Hey, erleuchtet, haltet! Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Wer sagt, dass ich genauso bin? Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Ich muss los. Wow. Sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Dir steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder 3. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Karja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten.
Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen, sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich ausdrücke mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Die Segnung war äußerst erhellend. So etwas kenne ich nicht. Ein Geschenk, fürwahr. Aber ihr glaubt nicht an die Urmutter, oder? Durch die große Entfernung bekommen Karja normalerweise keine Nora zu Gesicht. Doch hier, unter euch, erkenne ich wahre Schönheit. Vielleicht hat Naman doch damit recht, dass das Licht der Sonne jedes Land erhellt und alle Völker. Wer bist du, Sonnenpriester? Es ist meine Pflicht, den Willen der Sonne zu tun, indem ich ihrem Gesandten diene, dem Sonnenkönig. Ich gebe denen Trost, die im Tageslicht wandeln, und ich reise zu denen in der Ferne, wo es kaum Licht gibt, und bringe Wärme. Du wohnst also in Meridian? Ja. Wo könnte man den göttlichen Sonnenlauf besser ehren, als dort, wo der Sandstein hell in seinem Licht erstrahlt? Ich wuchs im Schatten des Berges auf, mit den Vogelmärkten und Metallhändlern, Gewürzen und bunter Seide. Klingt imposant. Oh, das muss man sehen. Und du kannst es, wenn du die Reise machst. Seine Erleuchtetheit hat Befehl gegeben, die Tore für alle zu öffnen. Warum der Krieg zwischen Karja und Nora? Unter dem 13. König lagen die Karja mit sämtlichen Stämmen im Krieg. Seine Erleuchtetheit hat diese Zeiten beendet. Wir müssen das Band des Lichts erneuern. Aber nur wenige möchten hierher. Bist du so weit gereist, nur um die Königsrede zu verlesen? Es ist meine Pflicht. Und auch eine Ehre. Das Licht der Versöhnung denen zu bringen, die durch uns leiden mussten. Und wer ist der Sonnenkönig? Seine Erleuchtetheit, Awad, der 14. König der strahlenden Linie. Sein Licht umhüllt den Himmel und alles darunter. Er ist der Auserwählte der Sonne. Seine göttliche Herrschaft gibt uns Einsicht und Zweck. Du hältst viel von ihm. Kennst du ihn denn gut? Er ist von Natur aus unbegreiflich und unfehlbar. Wir sind sein Werkzeug, nicht seine Freunde. Ich war einmal in seiner Gegenwart. Doch wir bedecken unsere Augen, damit wir nicht direkt in sein Licht hineinsehen. Gibt es Sonnenköniginnen?
Es gab häufig Gemahlinnen, natürlich. Oder du meinst, dass die Sonne eine Frau auserwählt? Das kam noch nie vor. Warum nicht? Die Sonne ist natürlich männlich und wählt danach die Erben aus. Sie ist ein Licht am Himmel und es scheint nichts an ihr dran zu hängen. Vielleicht hast du bemerkt, dass hier die Frauen bestimmen. Naja, Avard hat eine Frau zum Hauptmann der Garde ernannt. Das ist eine sehr große Ehre. Herrenschwester, Ersa. Was er erzählt hat, klang beeindruckend. Ach, sie ist beeindruckend. Eine Frau und dazu noch eine Fremde. Das hier war sehr erhellend, aber ich muss gehen. Du wurdest schon gesegnet, aber der Morgen soll dich finden, der Tag wärmen und das Abendlicht deinen Weg bescheinen. Das Kaja-Fort sieht massiv aus. Etwas zu massiv, um mit Worten weiterzukommen. Kein Durchgang und keine Ausnahmen, solange sich verdorbene Maschinen im Tal herumtreiben. Und warum tut ihr dann nichts gegen diese Verseuchung? Haben wir! Die Grenze ist dicht! Schön! Dann vernichte ich eben zuerst alle Verdorbenen! Wenn das dein Ernst ist, dann geh im Licht, Mädchen! Und die Sonne lenke deine Pfeile! Ich hätte dort nicht sein dürfen. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt, die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Ah, dann kann ich Ihnen sagen, dass das erledigt ist. Ich habe die verdorbenen Maschinen vernichtet. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt, ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Kleine Mai, was weht dich über die Berge? Ich wollte nach Meridian. Dann sitzt du mit uns anderen hier fest, bis die Kaja die Festungstore öffnen. Ich bin Gera. Was zu trinken? Was ist das? Plünderersaft, gutes Zeug. Hält dich warm in einem Schneesturm, spült den Dreck aus einem Zahnrad. Die Kaja, die kann ich noch nicht richtig einschätzen. Manche sagen, unter diesen Federhelmen wären noch mehr Federn. Aber ich hab nichts gegen sie. Außer, dass sie bei jeder Windböe das Tal abriegeln. Wenn es wieder offen ist, siehst du Meridian von den Festungsmauern aus. Liegt es so nah? Nein, es ist so groß, kleine Maid. Nicht zu verfehlen. Falls doch, geh nicht weiter westlich als bis zum großen See. Sonst stößt du auf die falschen Kaja. Was meinst du mit die falschen Kaja? Du steckst es wohl wie ein Bolzen im Nora-Land fest, was? Die Kaja sind noch immer im Krieg, bloß jetzt miteinander. Die Sieger, das sind die Sonnen-Kaja. Und die Verlierer, die, die am Alten festhalten. Das sind die Schatten. Die Schatten-Kaja. Und sie sind weiter im Westen? Sie hocken in den alten Grenzfestungen am Rand des Sonnenreichs. Diese Kaja-Jungs bauen gern Festungen. Also, was hast du über die Nora gehört? Das hat mit diesen bösen Kratzer da an deinem Hals zu tun. Ich werde sie finden. Klingt nach einem ziemlich steinigen Weg. Im Moment ist es der einzige Weg. Vielen Dank, Gera. Du warst nett. Ich bin Aloy. Ich glaube, ich nenne dich trotzdem weiter, kleine Maid. Wurde das Kaja-Fort angegriffen? Ein Verderber. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich.
Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avard will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht, beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach, tja, während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avard, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avard nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avard sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Kaja. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend, der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Kaja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Aloy, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz. Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha, wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando.
hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Okay, wie kommen wir da rein? Oh. Das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Du sagst, Olen hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauche keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Nur ein kleiner Schubser. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin. Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich.
Ich brauche den Fokus, nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkompass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein. Ich hatte zu viel getrunken. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerecht. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Das sind keine Schattenkaja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Osseram, keine Schattenkaja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte. Benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osseram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe.
Triff mich dort, wenn du es schaffst. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich stehe hier schon 2 Stunden und dieser Mora drängelt sich vor. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Aloy von den Nora. Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwa. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora? Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von... Tja... Einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen. Besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Seit diesem Tag versucht Derwal, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osseram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osseram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Doch die Präfekten der Osseram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Osseram jahrelang beraubt hat. Ersa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derwal, nähren immer weiter ihren Hass. Was wisst ihr über diese Schatten-Karja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derwal war das klar. Das war sein Plan.
Recht nett habt ihr es hier. Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja, man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man in Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Wie kann ich behilflich sein? Du bist offensichtlich ein Berater des Sonnenkönigs, aber was machst du eigentlich genau? Was notwendig ist, natürlich. Weichst du immer so aus? Kommt drauf an. Du hattest recht mit Awad. Er wirkt ehrlich. Er ist der Sonnenkönig. Ich diene ihm so gut ich kann. Es ist an der Zeit, meine Schwester zu finden. Und Rache zu nehmen. Ich hoffe, Marats Agent weiß etwas. Awad will Ersa unbedingt finden. Ja, sie verstehen sich gut. Manche sagen, da läuft was, aber ich glaub's nicht. Er ist zu dünn für sie. Okay, jetzt habe ich ein paar schlimme Bilder im Kopf. Wir sollten sie lieber finden. Und es derweil zeigen. Lass mich in Scheuerfels nicht hängen, okay? Ersa braucht uns. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut, das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Maschinen. Sie wurden angekettet. Derwal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Derwal sagt, ihr sollt Dreck fressen. Schützen Sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Ersa! Wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt?
Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derval schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derval plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avat wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Erend, es tut mir leid. Wir müssen Derval finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch Derval. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Aloy. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derval suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derval, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derval es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derval mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst? Das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten? Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derval und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Thank you.
Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Awad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Der Wal. Der Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Awad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! Was ist das? Oh. Du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann Awads. Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osirum-Bastler weiß man, man braucht einen Notfallplan. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovor du dich fürchtest.
nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet wenig reden, viel trinken. Eloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Derval ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Derval. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja. Zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Betrachten wir doch mal genauer, was ihr da gerade gesagt habt. Ersa ist gerade erst tot. Eine Frau, die an eurer Seite stand und durchaus sehr stark, schlau und kompetent war. Es ist klar, was ihr für sie empfunden habt. Und jetzt soll ich ihren Platz einnehmen? Ist das ein Jobangebot oder ein Antrag? Bei der Sonne, du hast wirklich sehr viel von Ersa. Besonders den gnadenlosen Blick für Dumme. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich habe wohl zu Vorschnell gesprochen. Ich brauche etwas Zeit, um meine Gefühle zu ordnen. Ich werde dir immer dankbar sein, Eloy. Und mit der Zeit möchte ich dich besser kennenlernen. Erlassen wir es dabei? Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen
Sieh dich um. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Der nächste ist ein Treffer. Uthid? So jung und Kopfgeldjäger. Oder ich bin alt geworden. Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthid. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Na gut. Rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift.
Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre, Opfer, wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthid, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Befiehlst aber wie ein Soldat, der schon... Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten? Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja! Die Berge gehören uns! Kikuks Killern! Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig! Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthid. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein, ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich.
Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Du bist 3C Huadif, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamen sichern, aber es klappte nicht? Ich habe mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamen. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Mitten ins Ziel. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz.
Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Ich will's nicht beschreien, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Bringen wir es hinter uns. Das Boot wartet auf dich. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Schrecklich! Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Die Eklipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Du lebst noch.
Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt! Lass sie die Erste sein von Tausenden! Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Thank you.
Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Yeah! Krieger! An Aloys Seite! Jetzt! Für Aloy! Für die Roboter! Bah, und Sona, sie leben. Wir haben's geschafft. Aloy hat's geschafft. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir würden sterben. Also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Ich kämpfte mich durch eine Armee, während du in dieser Höhle hocktest. Und du willst mich stoppen? Aloy, das ist nicht notwendig. Woher weißt du denn, was notwendig ist? Was es mich gekostet hat, hier zu sein. Jetzt, in dieser Höhle. Es ist mein Geburtsrecht. Ihr werdet es mir nicht noch einmal wegnehmen. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Elisabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören.
Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird, bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn, die alle von ihnen, halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Vergib mir! Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen.
Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Aloy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass wir uns in Meridian sehen. Natürlich, das ist ganz einfach. Aber der Rest ist kompliziert. Ich wusste, du bist nicht wie andere, Nora. Du auch nicht, Val. Wenn das hier vorbei ist, zeige ich dir, was ich gelernt habe. Was ich lerne. Vielleicht. Wenn die Göttin so will. Bis dann in Meridian. Gaias Selbstopfer hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Die Master-Überbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrecher-Modul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades' genauen Vorgaben. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Master-Überbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert.
muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm... Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Die Eklipse werden bald angreifen, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt, mehr als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Gut, dass das geklärt ist. Wie geht's eurem Stiefbruder? Es geht ihm gut, dank dir. Er freut sich, dass er sein Spielzimmer wieder hat. Ich glaube nicht, dass er versteht, was passiert ist. Und meine Stiefmutter Nasadi, tja, als Witwe des verrückten Sonnenkönigs ist sie hier nicht gerade beliebt. Aber sie ist sicher hier. Der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Die Mörder, die Nora angriffen. Sie gehören zu den Schattenkaja, zu einer Gruppe namens Eclipse. Sie graben alte Waffen aus. Maschinen, die andere Maschinen verderben und steuern. Sie wollen damit Meridian angreifen. Ich war in ihrer Basis, westlich von hier, in den Bergen. Wenn sie kommen, wird es von dort sein. Aber es ist so, dass sie nicht wegen der Stadt selbst kommen. Es ist schwer zu erklären, aber ihr wahres Ziel ist der Turm. Nehmen Sie ihn ein. Können Sie noch mehr von den uralten Maschinen erwecken. Mehr, als wir jemals aufhalten könnten. Doch es wird bald sein. Sehr bald. Wir werden uns darauf vorbereiten. Immer ganz ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Du kannst dir gern alles ansehen. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Hast du deine ein Rüstung poliert? Na klar. Und Nora rettet ihn. Ist das nicht etwas... Was? Nichts. Spuck es aus. Vergiss es einfach. Du wirkst wirklich sehr würdevoll. Danke. Und glänzend. Sehr glänzend. Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Bereit zum Kampf? Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint.
Kann ich dir was verraten? Na klar. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Unser Feind heute ist derselbe, der aus Meridian einen Sklavenmarkt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Ich kam deinetwegen, aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Was meinst du, wie viele du in der Schlacht tötest, Uthid? So viele, wie ich muss. Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Es ist so... Was? Heiter. Janeva, du bist wieder im Dienst? Du steckst also hinter all dem Trubel. Du hast Sonnenkönig Avad endlich gezeigt, wie man eine Waffe hält. Es gibt solche und solche, Janeva. Er ist ein guter Mann. Und er ist klug. Er bot allen meinen Häftlingen Begnadigung, wenn sie für Meridian kämpfen. Der ganze wilde Haufen willigte ein. Sie waren schnell überzeugt. Mit deiner Überzeugungskraft? Bestimmt. Ha! Diesmal konnte ich gnädig sein. Doch die Verbrecher, die Meridian angreifen, werden mich ein bisschen anders kennenlernen. Die Sonne scheine für dich, Aloy. Unsere Augen folgen deinem Lauf. Von Osten, woher wir kamen, nach Westen, wo nur du bist. Du erwärmst das kalte Metall und lässt Maschinen deinen Strahlen baden. Für dich lösen sich die Schatten auf und bilden sich erst mit deiner Erlaubnis, ohne Form. Dein Auge, der Tag, dein Ohr, die Priester, dein Mund, der Sonnenkönig. Denn es war zuvor und wird wieder sein, dein Licht. Naman, ich hätte ahnen können, wenn hier ein Sonnenpriester ist, dann du. Und wenn der Sonnenkönig zulässt, dass Fremde die Flammen betreten, kannst nur du diese Aloy sein. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Oder die Psalmen der Sonne könnten dich stützen. Aber wenn du mir eine Bemerkung erlaubst. Bitte sehr. Du zeigtest Kraft und Mitleid. Unsere Feinde zeigten nur grausamen Hass. Beide Seiten wollen den Segen der Sonne. Doch die Sonne, zu der ich bete, sie würde ihn dir gewähren. Weißt du, Naman, die Nora machen mir auch ganz schön viel göttlichen Druck, aber ich gebe mein Bestes. Die Stämme vereint gegen Schatten. Es muss der Wille der Sonne sein. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon.
Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Sammel die Garde und schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Du bist fertig. Hades ist der Nächste. Verborgene Schatten rettet nicht. Ich kann nicht. Aloy! Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tep. Ich muss gehen. Wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Der Sieg ist unser! Systembedrohung, bevorstehen! Ich bin mehr als eine Bedrohung. Überbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Ja.
Thank you.